Hallo und herzlich willkommen zu diesem allgemeinen Reading. Am Anfang dieses Videos möchte ich natürlich auch wieder gerade die neuen Zuschauer unter euch auf die Videobeschreibung bzw. Infobox aufmerksam machen. In dieser Infobox unterhalb von diesem Video findet ihr zum Beispiel die Karten, die ich in meinen Readings verwende, aufgelistet. Ihr habt dort Zugang zu meinen Social Media Links, zu meiner E-Mail-Adresse, auch zu jedem einzelnen Info- und Special-Video, das ich im Laufe der Zeit gemacht habe. Euer aktuelles Jahresreading könnt ihr dort unten verlinkt finden, genauso wie natürlich das weiterführende Reading über diese Legung hier, welches ihr euch im Resonanz- und im Interessensfall natürlich gerne anschauen könnt. In einem allgemeinen Reading gelten so manche Grundregeln, sage ich jetzt mal. Das ist zum Beispiel, dass die Zeit fließend ist, dass die Hof- und Personenkarten in einem allgemeinen Reading neutral gedeutet werden und vor allem auch, dass die Rollen hier und da vertauscht sein können. Ich würde mich sehr über einen Like natürlich unter diesem Video freuen, genauso wie ich mich über ein Abonnement freuen würde, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich kann damit viel anfangen und mir kommt das sehr zugute. Ihr habt natürlich keinerlei negativen Konsequenzen daraus zu befürchten. Dies vorweg zur Information und ich wünsche euch jetzt viel Freude bei dem Reading. So, liebe Wassermänner, eure Karten sind gemischt und ausgelegt. Natürlich decken wir sie wie gewohnt gemeinsam auf. Den Pegasus können wir hier schon sehen, das ist euer Krafttier für diese Zeitspanne. Die Verbindung mit der Quelle ist eure Hauptenergie. Eine höhere Kraft hat sich deiner angenommen. Breite deine Schwingen aus und erhebe dich zum Licht. Die erste Karte in diesem Reading ist die 3 der Münzen. Die 3 der Münzen ist vielseitig zu deuten. Sie ist meist zukunftsorientiert. Das handelt sich hier dann häufig um so etwas wie Absicherung oder Vorsorge dem gegenüber, was man plant zukünftig zu erreichen. Die 3 der Münzen ist weiterhin eine ganz typische Arbeitskarte, also es kann sich hier um den arbeitstechnischen, den hobbytechnischen, vielleicht auch den finanziellen Bereich drehen und handeln. Weiterhin sehen wir bei den 3 der Münzen mehrere Menschen, es kann sich hier also um ein Kollektiv handeln, einen Personenkreis könnte man auch sagen, in ein ganz bestimmtes Anliegen oder Vorhaben beziehungsweise unterliegend einer ganz bestimmten Situation könnten hier mehrere Menschen involviert sein. Das ist noch sehr variantenreich und möchte ich mir natürlich noch genauer anschauen. Die 7 der Stäbe. Die 7 der Stäbe kann man ebenso mehrdeutig natürlich deuten. Sie können für Motivation stehen, für das sich durchsetzen, für das Ellbogen ausfahren, beziehungsweise aber auch für das Distanzieren, für das sich zur Wehr setzen und sich nicht alles gefallen lassen. Die 7 der Stäbe in der Grunddeutung sind Hürden und Barrikaden, die einem das Leben schwer machen, die definitiv so etwas wie Komplikationen oder Probleme darstellen, die man lösen muss, um tatsächlich dann auch ganz bestimmte Wünsche, Ziele und Träume in die Tat umsetzen zu können. Die 7 der Stäbe neben den 3 der Münzen könnte bedeuten, dass sich Menschen in euren Weg stellen, dass Menschen nicht wollen, dass ihr weiterkommt, dass Menschen euch vielleicht sogar manipulieren. Das wäre alles gut und gerne möglich. Genauso wie es hier aber auch noch so sein kann, dass Menschen euch anspornen, motivieren, weiterzumachen, euch zu Höchstleistungen treiben, möglicherweise sogar. Also ihr merkt es, mehrere Kombinationen sind hier definitiv noch möglich. Klärungen und Spiegelungen sind dann natürlich dann auch Karten, die mir da mehr Details noch verschaffen können. Der Ritter der Münzen ist hier in der Mitte des Readings oben. Die obere Karte hier in der Mitte in der ersten Reihe ist eine meist überstrahlende Energie über das gesamte Reading. Der Ritter der Münzen ist eine Hofkarte im Erdzeichen. Zu den Hofkarten ist zu sagen, dass es nicht unbedingt ausschlaggebend ist, ob jetzt Münze, Schwerter, Kelche oder Stäbe darin dargestellt sind, sondern jede einzelne Hofkarte hat bestimmte Charakteristiken, die entweder auf einen selbst oder auf Mitmenschen im Resonanzfall zu beziehen wären. Es kann also jedes einzelne Sternzeichen auch in jeder einzelnen Hofkarte dargestellt sein. Der Ritter der Münzen ist jemand, der schwer vorankommt, jemand, der schleppend vorankommt, eine gemächliche Person, geduldig, gemütlich kann man auch sagen. Definitiv ist dies ein Mensch, der die Devise vertreten könnte, gut Ding, will Weile haben, einen Schritt nach den anderen, jemand, der nichts überstürzt, jemand, der aber auch sehr ausdauernd sein kann. Dieser Mensch, der hat ein Ziel, hat ein Anliegen, hat einen Wunsch, hat etwas vor, aber ist jetzt nicht auf Biegen und Brechen darauf aus, das Ganze so schnell wie möglich zu realisieren.
Ritter der Münzen hat die Ruhe weg, könnte man kurz und knapp sagen. Es wäre aber auch genauso möglich, hier mit dem Trigger zu den Sieben der Stäben, dass diesen Menschen das Weiterkommen erschwert wird. Gerade die Mitte wird mir dann noch etwas mehr darüber verraten. Ihr könntet darin dargestellt sein, genauso wie natürlich auch ein oder mehrere Bezugsmenschen. Ich habe hier jetzt die weitere Hofkarte. In dem Fall ist das eine Hofkarte im Feuerzeichen. Das ist der Ritter der Stäbe. Wir sehen hier auch schon bildlich dargestellt. Hier mit der Ausrichtung nach rechts, hier mit der Ausrichtung nach links. Diese beiden hier aufeinander ausgerichtet. Da spricht man von einer Kollision, da spricht man von einer Konfrontation. Und es wäre hier gut und gerne möglich, und hier sehen wir das auch schon mit den Sieben der Stäben und dem Ritter der Stäbe in der Spiegelung, dass sich hier mindestens ein Mensch in den Weg des Ritters der Münzen stellt. Ich kann euch natürlich nicht anhand eines allgemeinen Readings sagen, ob ihr hier oder hier drin dargestellt seid. Deswegen ist es auch so wichtig, die Charakteristiken zu deuten und auch natürlich auf sich oder andere zu interpretieren. Der Ritter der Stäbe ist eine doch schon recht andere Energie als der Ritter der Münzen. Wir haben hier den zweitschnellsten aller Ritter, wir haben hier den langsamsten aller Ritter. Der Ritter der Stäbe ist jemand Hartnäckiges, Zielstrebiges, Ehrgeiziges, häufig auch aufbrausend. Manchmal ist das jemand, der gerne die Brechstange rausholt, der es nicht haben kann, wenn es nicht läuft, so wie man es sich vorgestellt hat. Der Ritter der Stäbe ist manchmal etwas ungehalten, ungebremst, hastig, eilig. Das ist jemand, dem es nicht schnell genug gehen kann. Ganz anders, wie ihr merkt, als der Ritter der Münzen eingestellt ist. Der Ritter der Stäbe ist weiterhin eine feurige Person, spontan, abenteuerlustig, attraktiv in vielen Fällen. Aber ich sehe hier tatsächlich eben vorrangig diese Kollision. Da trifft ein Mensch auf einen anderen Menschen und man sieht hier doch schon sehr deutlich mit den Sieben der Stäben, dass das Ganze eher mit einem Auflehnen, mit Kritiken, mit Anschuldigungen, das kann hier alles noch recht ausarten, möchte ich sagen. Ich sehe hier jetzt nicht unbedingt, dass diese beiden, wenn sie sich jetzt hier getroffen haben, in die Arme schließen, sondern dass sie eher eine Art Gefecht austragen. Das ist jetzt eine Vermutung von mir, da werden mir die Klärungen und Spiegelungen wahrscheinlich noch mehr Einblick gewähren können. Und es sieht hier nicht unbedingt vielversprechend aus, was sich aus dieser Situation entwickelt, denn die Zehn der Schwerter ist eine vorwiegend negative Energie, mentale Energie. Man spricht hier teilweise vom in dem Rücken gefallen. Man könnte hier sagen, man liegt am Boden. Es geht nicht mehr tiefer, es geht nicht mehr schlimmer. Man fühlt sich hier, vor allem was den Kopf angeht, hoffnungslos, trostlos, perspektivlos, motivationslos. Da gibt es viele Worte, die man jetzt anwenden kann, aber es bezieht sich hier vorrangig in der Spiegelung zu den drei Münzen A auf die Zukunft und B potenziell auf einen anderen Menschen oder vielleicht, wie gesagt, auf mehrere. Das, was ein Ritter der Stäbe hier zu sagen hat, zum Beispiel, könnte einem Ritter der Münzen definitiv nicht gefallen, hält ihn oder sie davon ab, weiterzumachen. Es könnten hier schlechte Nachrichten auf einen zukommen. Es könnte hier gut und gerne sein, dass man hier auch von einem ganz bestimmten Menschen enttäuscht wird. Denn hier habe ich mehrere Menschen, das Kollektiv, den Personenkreis. Und hier könnte natürlich auch so etwas wie Enttäuschung, Frustration, vielleicht sogar so etwas wie ein Bedauern oder Bereuen stattfinden. Es wäre gut und gerne möglich, dass man sich auf jemanden verlassen hat. Und dieser Verlass, der zahlt sich jetzt hier nicht unbedingt aus. Das ist jetzt ein Beispiel von vielen, was ich euch geben kann. Generell, wie auch schon gesagt, werden mir da die Klärungen und Spiegelungen noch mehr verraten können. Die Zwei der Schwerter befindet sich jetzt hier im Outcome. Die Zwei der Schwerter ist eine Karte, die man als Nervosität bezeichnen kann. Sie spricht auch von Zweischneidigkeit, Zweiseitigkeit. Ich nenne sie gerne die Entweder-Oder-Karte. Und genauso gut könnte man hier unentschieden sein, unentschlossen sein. Was die Zukunft betrifft und im Outcome sehen wir natürlich dann auch den weiteren Verlauf. Da ist man nicht sehr sicher, in welche Richtung es jetzt gehen soll. Man ist sich unsicher darüber, was man jetzt machen soll, was das beste Vorgehen wäre. Man ist hier recht ratlos, möchte ich sagen. Beziehungsweise sieht man hier auch nicht klar, in welche Richtung es jetzt einem hier verschlagen soll. Wohin das Ganze noch führen soll, wäre eine weitere beispielhafte Formulierung. Denn es ist hier nicht absehbar. Ja, wir sehen hier eine Person, deren Augen verbunden ist, und deswegen ist es nicht absehbar, was jetzt passiert in Zukunft, welche Konsequenzen entstehen. Diese Konfrontation oder diese Kollision hier, die ist eher etwas, was zu jemandes Nachteil potenziell passiert. Natürlich bin ich, wie gesagt, nicht sicher, ob ihr hier oder hier drin dargestellt seid, aber ich glaube, dass man hier sich etwas anderes gewünscht hätte von einer Begegnung, von einer Zusammenarbeit oder Zusammenschaft,
als das, was unterm Strich dann dabei rausgekommen ist. Wie auch schon gesagt, Klärungen und Spiegelungen werden mir da wahrscheinlich noch mehr, oh ja, mehr Einblick gewährleisten können. Das ist der Page der Münzen. Der Page der Münzen ist eine Hofkarte im Erdzeichen, genauso wie der Ritter der Münzen. Natürlich, diese beiden Menschen sind nicht unbedingt grundverschieden. Deswegen könnte ich mir auch gut und gerne vorstellen, dass der Ritter und der Page der Münzen hier ein und dieselbe Person sind. Der Page der Münzen ist eine bestrebte Energie. Das ist jemand Ambitioniertes, Fleißiges, Eifriges, jemand, der etwas erreichen möchte, der sich aber auch gut und gerne darüber bewusst ist, dass von nichts auch nichts kommt. Deswegen kann man hier auch Engagement und Einbringungsvermögen groß schreiben. Der Page der Münzen auf die drei der Münzen geklärt, könnte nach wie vor mehreres bedeuten, nämlich beispielsweise, dass es hier um finanzielles, materielles, berufliches oder hobbytechnisches primär geht. Es könnte genauso bedeuten, dass der Page der Münzen sich jetzt Hilfe holt, sich jetzt mit anderen Menschen zusammenschließt. Gemeinsam ist man stärker, könnte hier ebenso eine Devise sein, wie man versucht, jetzt einen einst schon bereits beschrittenen Weg weiterzuführen mit gebündelten Energien. Alleine hat man beispielsweise keine Chance gegen diesen Ritter der Stäbe. Das ist jetzt eines von ganz vielen Beispielen. Aber wenn man hier nicht mehr länger alleine ist, vergrößert man natürlich auch seine Erfolgschancen. Das ist eine Devise, die sich manchmal natürlich dann auch auszahlen kann. Nicht immer muss sie sich aber tatsächlich auszahlen. Es ist hier eine sehr interessante Energie dargestellt, wie man ein Vorhaben erst nicht erreicht hat im ersten Anlauf, im ersten Versuch und sich hier darüber Gedanken macht, welche Alternativen oder Möglichkeiten oder Optionen einem in dieser Situation zur Verfügung stehen. Das ist sehr bewährte Energie, das ist definitiv auch intelligente Energie, da möchte ich aber auch noch mehr darüber herausfinden. Die Vier der Stäbe, das ist eine Karte, die man zwischenmenschlich genauso wie allgemein deuten kann. Ich könnte hier beide Bedeutungen noch anwenden. Die allgemeine Bedeutung der Vier der Stäbe sind die fünf Grundsäulen im Leben. Das ist die Liebe, die Partnerschaft, die Beziehung. Das ist die Freundschaft, die Familie, die Gesundheit und schließlich Job, Beruf und Finanzielles. Das sind die fünf Grundsäulen, die ein Leben definieren, ausmachen, die möglicherweise natürlich dann auch für viele von euch einen ganz bestimmten Bereich dann eben betreffen, in dem man sich voranwagen möchte, in dem man vorankommen will, auf dem man sich jetzt vollständig fokussiert und konzentriert. Die Vier der Stäbe in der zwischenmenschlichen Deutung bedeuten Loyalität, bedeuten Treue, füreinander Dasein, sich füreinander verschrieben haben oder zueinander halten. Vier der Stäbe auf die Sieben der Stäbe. Das könnte bedeuten, dass hier ein ganz bestimmter Mensch, auf dem bislang Verlass war, einen enttäuscht hat. Möglicherweise wurde hier jemandem etwas versprochen und an dieses Versprechen wurde sich nicht gehalten. Man hat sich hier auf jemanden, wie beispielsweise den Ritter der Stäbe, verlassen. Und jetzt hört man hier, dass dieser Ritter der Stäbe ja doch nicht gewillt ist, seinen Versprechungen nachzugehen. Vielleicht dann doch an dem scheiterte, was eigentlich selbstverständlich war. Es sind natürlich weitere Beispiele und möchte ich mir jetzt noch genauer ansehen. In der Mitte des Readings auf den Ritter der Münzen geklärt haben wir den König der Kelche. Der König der Kelche ist eine Hofkarte im Wasserzeichen und das ist eine Energie, die weder zu dieser Erdenergie noch zu dieser Feuerenergie hier passt. Ich meine hier eine dritte Person entdecken zu können und deswegen liegt es jetzt auch tatsächlich nahe mit den drei der Münzen hier ganz als allererste Karte, dass es sich hier nicht nur um einen Mitmenschen oder Bezugsmenschen von euch darum dreht und handelt, sondern um potenziell mehrere. Der Ritter der Münzen ist hier auf den Ritter der Stäbe ausgerichtet. Das sind zwei Menschen, die hier kollidieren. Aber der König der Kelche, der hier in der Mitte des Readings präsent ist, scheint mir eine Art Wunsch zu sein. Ein Ziel, ein Anliegen, beziehungsweise eben auch in einer gewissen Form und Weise das ist, was man hier gedenkt umzusetzen oder zu erreichen. Es wäre hier beispielhaft so zu interpretieren, dass dieser König der Kelche das Ziel vom A. Ritter der Münzen, vielleicht auch B. Ritter der Stäbe ist, dass das hier sozusagen jener Mensch ist, zu dem man hier durchdringen möchte, mit dem man sich möglicherweise auch ja enger binden möchte, mit dem man hier möglicherweise auch ein Date haben möchte, vielleicht auch sogar zusammen sein will. Sind alles Beispiele, weil ich hier auch die Vier der Stäbe, wie gesagt, Treue, Loyalität, ein festes Fundament, eine Basis, Zusammenhalt, das sind hier mögliche Anliegen, die hier mit einem König der Kelche in Verbindung gebracht werden können, von diesem und von diesen Menschen hier. Hier könnten zwei Menschen sich um einen Menschen streiten, um es ganz kurz auszudrücken, aber trotzdem ist das natürlich weiterhin beispielhaft zu behandeln.
Der König der Kelche ist eine recht introvertierte Person. Jemand Schweigsames, Wortkarges, jemand, der sich jetzt nicht unbedingt gerne in die Karten blicken lässt. Jemand, der aber auch seine eigens empfundenen Gefühle und Emotionen verbirgt und sie nicht unbedingt nach außen hin zeigt. Ein Buch mit 7 Siegeln, könnte man sagen. Das Warmwerden mit einem bestimmten Menschen oder das, ja, man könnte sagen, das Herz erobern von diesen Menschen, das ist hier keine Leichtigkeit, das ist hier vielleicht angestrebt, aber das könnte hier gut und gerne ein Weg sein, auf dem man Konkurrenz zu erwarten hat. Die 3 der Schwerter. Oh, ich habe hier eine Legung, die nicht unbedingt selten vorkommt in einem allgemeinen Reading, die aber sehr unterschiedlich zu interpretieren ist. Ich könnte mir hier wirklich vorstellen, dass mit den 3 Schwertern, das ist Frustration, Herzschmerz, das ist hier möglicherweise die Dreierkonstellation. Das ist eine typische Dreierkonstellationskarte, genauso wie die 3 der Kelche. Und da ich hier noch eine Dreierkarte habe, liegt es nahe, dass mehrere Menschen in diesem Szenario involviert sind. 3 der Schwerter ist ja eine negative Grundstimmung, eine schlechte Atmosphäre, Trauer, Frustration bzw. auch Enttäuschung. 3 Schwerter auf den Ritter der Stäbe. Ich könnte mir auch so etwas wie Neid und Eifersucht hier vorstellen. Es könnte aber auch dieser Mensch machen, weil er oder sie vielleicht jemanden nicht aufgeben will. Es vielleicht nicht akzeptiert, dass sein oder ihr Herz gebrochen wurde, vielleicht sogar von diesen Menschen. Um euch ein Beispiel zu nennen, um das Ganze vielleicht noch etwas zu verdeutlichen, aber bitte behandelt es als Beispiel. Der König der Kelche ist die Zielperson, das ist die Mittelkarte, das ist jener Mensch, um den es hier primär geht. Ich sehe nicht unbedingt euch drin, wobei aber auch die Rollen natürlich vertauscht sein können. Der Ritter der Münzen scheint mir Interesse zu haben an dem Ritter der Kelche, genauso wie mir der Ritter der Stäbe so zu sein scheint, dass er oder sie Interesse hat. Allerdings ist er hier linksorientiert und das ist die einzige bislang linksorientierte Hofkarte. Und hier mit den 3 der Schwertern ausgestattet, ist das jemand, der frustriert ist, enttäuscht ist, Trübsal bläst, vielleicht auch so etwas wie ein gebrochenes Herz hat. Was ein Szenario nahe liegt, dass er oder sie der Ex-Freund oder die Ex-Freundin vom König der Kelche ist. Und der König der Kelche ist jener Mensch, der hier gut und gerne das Ziel eines Ritters der Münzen ist. Das könnte also sein, solltet ihr beispielsweise der Ritter der Münzen sein, liebe Wassermänner, ihr euch heranwagen möchtet an einen König der Kelche, ob ihr jetzt mit diesem Menschen zusammen sein wollt oder intim werden wollt oder ihn schlichtweg näher kennenlernen möchtet, das sei noch dahingestellt. Aber es macht euch hier potenziell ein Mensch einen Strich durch die Rechnung, der diesen Menschen hier nicht aufgeben will, der eventuell, wie auch schon gesagt, Ex-Partnerin oder Ex-Partner ist. Das ist aber auch jemand, der möglicherweise merkt, ihr werdet hier wärmer und wärmer mit einem Menschen und euch jetzt dazwischen funken will. Das ist ein naheliegendes Szenario und wie auch schon gesagt, sowas kommt jetzt nicht unbedingt selten vor. Allerdings ist es hier schon recht deutlich dargestellt, ist aber dennoch beispielhaft zu behandeln, weil ich kann mir hier natürlich noch sehr viel mehr Szenarien vorstellen, wie aber eine Dreierkonstellation hier ablaufen kann. Ich habe hier den Eremiten. Der Eremit steht für Wissen aneignen und für weise Werden, Innenschau und in sich kehr sind die typischen Deutungsvarianten. Als Eremit zieht man sich häufig ein wenig zurück, um konkret nachdenken zu können über verschiedenste Problematiken in der Hoffnung, eine Lösung dafür zu finden. Das ist jemand, der sich einen Kopf darum macht, wie man weiterkommt. Eremit auf Page der Münzen in der Spiegelung, ambitionieren, ne, das ist dieses Neugierigsein, etwas nachkommen, etwas sich als Ziel gesteckt haben und jetzt auch versuchen, das Ganze zu erreichen. Hier stellt man sich die Frage, ist unter den Umständen, die wir hier sehen können, das Ziel realistisch zu erreichen? Eremit auf 10 Schwerter bedeutet, wie schafft man ein Problem aus dem Weg, welches sich tatsächlich als eine Art Mammutaufgabe entpuppen kann? A, dringt man nicht wirklich zu diesen Menschen zu, weil dieser Mensch recht schweigsam ist, recht introvertiert ist, unnahbar sein könnte? Und B, macht euch hier jemand potenziell euer Näherkommen oder euer Weiterkommen auf eurem Weg sehr schwierig? Und das sind lediglich 2 Beispiele für Problematiken, bezugnehmend auf euer Vorhaben, sofern ihr der Ritter der Münzen natürlich seid. Ihr könntet genauso gut der Ritter der Stäbe sein, genauso gut könntet ihr der König der Kelche sein. Das ist natürlich auf die persönliche Situation zu beziehen und deswegen ist es auch so wichtig, die Charakteristik zu interpretieren. Die 5 der Schwerter.
Oh, okay. Also man hat hier größere Bedenken bzw. auch eine größere Furcht davor, sich falsch zu entscheiden. Ich habe hier die Entscheidungsunfähigkeit, die Nervosität, die Hin- und Hergerissenheit, die Entweder-Oder-Karte. Ich habe hier Selbstmanipulation, Selbstzerstörung, Selbsthinterfragung bzw. auch kann diese Fünf der Schwerter so gedeutet werden wie ein Kampf, der keine Sieger hervorbringt. Und auch das wäre hier gut und gerne möglich. Da kann ich euch ein weiteres Beispiel nennen. Dieser König der Kelche ist weder an euch noch an diesen Menschen interessiert. Und dann fechten diese beiden hier einen Kampf aus, der unterm Strich sinnlos ist. Ganz kurz jetzt formuliert, natürlich wiederum nur beispielhaft zu behandeln. Diese zwei der Schwerter und diese fünf der Schwerter hier. Es kann hier gut und gerne auf eine sehr fundierte Entscheidungsunfähigkeit hinauslaufen, denn ob man sich jetzt dazu entscheidet, für den linken Weg sozusagen, nämlich diesen Menschen Parole zu bieten, oder ob man tatsächlich dann hier klein beigibt und sich vielleicht jemanden sucht oder jemanden möglicherweise dann auch neu kennenlernen möchte, der vielleicht ein bisschen anders ist als dieser König der Kelche. Gerade in solchen Situationen, wenn man auf gut Deutsch gesagt nicht weiß, was man machen soll. Das ist die kürzeste Formulierung für eine derartige Situation. Man ist absolut ratlos, wie es jetzt weitergehen soll. Und in solchen Situationen sind es dann häufig höhere Mächte, die sich einem annehmen und eine Art Wegweiser oder eine Art Kompass darstellen können. Das wird mir die letzte Reihe wahrscheinlich, vielleicht auch erst das weiterführende Reading etwas genauer verraten können. Ich habe hier die Sechs der Stäbe. Das ist Erfolg, das ist Sieg, das ist Ruhm, das ist vielleicht auch der Erfolgsdrang oder der Siegeswille. Auf den Pagen der Münzen geklärt ist das nach wie vor dieses Ambitionierte, dieses Brennen, dieses Heißsein, diese Leidenschaft und auch ein gewisses Durchsetzungsvermögen kann ich hier gut und gerne vermuten. Aber das heißt nicht, dass man jetzt hier die Brechstange rausholt, sondern es heißt, dass man sich eingehende Gedanken darum macht, was sind meine Optionen, was sind meine Möglichkeiten, was ist das beste Vorgehen, wie stelle ich das am besten an, weil dieses Thema scheint mir sehr fragil zu sein und das bedeutet, eine falsche Entscheidung könnte das Ganze tatsächlich zunichte machen. Der Page der Stäbe, der nächste Page in diesem Reading. Der Page der Stäbe, Ritter der Stäbe, habe ich hier oben auch schon. Natürlich ist das hier wiederum diese Feuerenergie und auch der Page der Stäbe und der Ritter der Stäbe unterscheiden sich jetzt nicht großartig voneinander, genauso wenig wie Ritter der Münzen und Page der Münzen. Ich sehe also eine Person in diesen beiden Hofkarten, eine weitere in diesen beiden Hofkarten und dieser König der Kelche, der ja einzig und allein in der Mitte des Readings präsent ist, scheint mir tatsächlich das Ziel zu sein, das Anliegen zu sein oder jener Mensch zu sein, um dem es hier sozusagen vorrangig geht. Der Page der Stäbe ist, wie auch schon gerade gesagt, eine Hofkarte im Feuerzeichen, genauso attraktiv in vielen Fällen wie der Ritter der Stäbe, genauso ambitioniert, genauso feurig, leidenschaftlich und hartnäckig. Allerdings ist der Page der Stäbe auch jemand, den man als abenteuerlustig bezeichnen kann, als manchmal sogar naiv, blauäugig oder leichtgläubig bezeichnen kann. Der Page der Stäbe ist jemand, der Dinge manchmal ein bisschen auf die leichte Schulter nimmt, für den nichts unmöglich und auch nichts zu schwierig ist. Ein Grundoptimist. Aber auch jemand, der sich teilweise dabei etwas hochmütig präsentiert oder selbst überschätzen könnte. Der Page der Stäbe ist hier sehr siegessicher. Das sehe ich hier schon sehr deutlich mit der Ausrichtung auf die Sechs der Stäbe. Der Page der Stäbe auf die Vier der Stäbe geklärt bedeutet, dass jener Mensch, dieser Page der Stäbe, stets eine Verbindung mit einem König der Kelche verspürt. Das sehen wir hier noch schon sehr deutlich. Und nehmen wir nochmals das Beispiel von vorhin her, dass dieser Page, Schrägstrich Ritter der Stäbe, also wie gesagt, ein und dieselbe Person, der Ex-Freund oder die Ex-Freundin vom König der Kelche ist. Zwischen diesen beiden Menschen herrscht im Moment nichts Aktuelles, so wie ich es entdecken kann. Ich habe hier die Linksausrichtung, hier die Linksausrichtung, hier rechts, rechts und rechtsorientiert. Das heißt zukunftsorientiert, das heißt vergangenheitsorientiert. Und deswegen glaube ich, dass hier jemand, der mit dem König der Kelche mal einst involviert war, tatsächlich A, diesen Menschen nicht aufgeben möchte, jenen König der Kelche, B, tatsächlich für sich selbst noch Hoffnung empfindet, dass das zwischen diesen beiden wieder was wird und C, und das ist das wahrscheinlich naheliegendste und wahrscheinlich auch das größte Problem von euch dann, sich jedem in den Weg stellt, der diesen Menschen hier näher kommen möchte. Das ist jemand, der den König der Kelche als sein Eigentum bezeichnet oder empfinden könnte und dies dann tatsächlich auch verteidigen will gegen andere Interessenten, Menschen, die ihm oder ihr näher kommen wollen. Das kann man jetzt natürlich drehen und wenden, wie man möchte. Es ist natürlich nach wie vor, wie gesagt, ein Beispiel,
Das stellt sich erstens mal dieser Pasche der Stäbe zu einfach vor. Das ist schon mal das allererste. Zweitens weiß ich nicht, ob zwischen den beiden tatsächlich noch so eine Verbindung existent ist, ob die beiden noch viel miteinander zu tun haben, auf gut Deutsch gesagt. Das könnte nämlich ein Pasche der Stäbe sich lediglich auch einbilden oder selbst so empfinden, wobei es ein König der Kelche absolut nicht so empfinden müsste. Oh, das Rad des Schicksals. Oh. Okay, also ich habe hier mehrere verflochtene Schicksale, so wie man das gerne dann interpretiert bzw. deutet, wenn eine Rate-Schicksalskarte auf eine, zwei, vielleicht sogar drei Personen hier zugeschrieben wird. Das Rad des Schicksals sind Schicksalswege, schicksalshafte Entwicklungen, schicksalshafte Ereignisse. Es passiert hier nichts Zufälliges. Das kann ich so kurz und knapp sagen. Und ich denke, wenn ihr meine Readings schon länger schaut und zuhört, liebe Wassermänner, werdet ihr wissen, dass ich an Zufälle absolut nicht glaube, sondern dass alles passiert, so wie es passieren soll. Und alles auch zu dem Zeitpunkt so passiert, wie es passieren soll und wann es passieren soll. Ich habe hier verflochtene Schicksale zwischen dem König der Kelche und dem Ritter der Münzen. Das ist hier die Klärung und die Spiegelung. Das ist völlig logisch. Einer von diesen beiden Menschen scheint mir ihr zu sein. Manche von euch, wahrscheinlich eher die wenigsten, scheinen mir hier in dieser Feuerenergie dargestellt zu sein. Dann kämpft ihr hier um einen Ex-Partner oder um eine Ex-Partnerin, um einen Menschen, mit dem ihr früher vielleicht viel mehr zu tun hattet, als ihr es jetzt zu tun habt. Ein Ritter der Stäbe bzw. Page der Stäbe kann nicht akzeptieren, dass zwischen ihm und ihr hier oder ihm hier nichts mehr läuft, dass da mal etwas war, was in die Brüche gegangen ist. Und das kann sogar Jahre schon her sein. Aber man ist unfähig zu akzeptieren, dass es vorbei ist. Was macht man? Man behält sich einen Funken Hoffnung, dass sich das Ganze wieder reguliert, dass das Ganze wieder was wird, wie auch immer es was werden soll, und hält dabei andere Menschen fern von diesen Menschen, weil andere Menschen einem dann natürlich dann auch gefährlich werden können und quasi Konkurrenz darstellen. Das ist das Vorgehen eines Ritters-Pagens der Stäbe in diesem Szenario. Wenn ihr das seid, werdet ihr es sicherlich wissen. Wenn das ein bestimmter Bezugsmensch von euch ist, werdet ihr das sicherlich genauso wissen. Deswegen, wie gesagt, ihr müsst wissen, in welcher personifizierten Energie ihr dargestellt seid. Aber dass eure Schicksale miteinander verflochten sind, das ist hier so deutlich zu sehen. Einmal hier gespiegelt, einmal hier geklärt, einmal hier triggernd und schließlich die Folgekarte. Drei Menschen haben hier aus bestimmten Gründen etwas miteinander zu tun. Und das kann natürlich zu Lektionen führen, die man verinnerlichen soll. Und natürlich kann eine dieser Lektionen sein, für diesen Ritter der Stäbe, was vorbei ist, ist vorbei. Was in der Vergangenheit liegt, kann auch in der Vergangenheit belassen werden. Beispielhaft weiterhin formuliert. Eine weitere Lektion heißt beispielsweise für den Ritter der Münzen, wenn du um jemanden kämpfst, dann kämpfe mit harten Bandagen, weil nicht jeder wird dir dieses Ziel einfach so gewähren oder eben das einfach so schenken, was du haben möchtest. Eine Lehre für einen König der Kelche könnte es natürlich auch sein, klare Worte zu finden für jemanden, mit dem er oder sie schlichtweg nichts mehr zu tun haben möchte. Vielleicht aber auch tatsächlich jemanden zu sagen, ich möchte gerade nicht mit jemandem zusammen sein. Und dann heißt es für den König der Kelche auch dort deutlich zu werden. Es können hier so viele Lektionen verinnerlicht werden. Es kann hier noch sehr viele Schicksalswege natürlich annehmen. Das kann ich mir hier so gut vorstellen, in wie viele verschiedene Richtungen das Ganze hier gehen kann. Allerdings ist halt diese Unentschlossenheit, diese Selbstmanipulation beziehungsweise dieses nicht zu wissen, wie man jetzt am besten weiter vorgeht. Das ist hier die Kernaussage, die hier eher gegen Ende des Readings dann präsent zu sein scheint. Aber die Verbindung mit der Quelle, die höhere Kraft, die sich hier jemanden annimmt sozusagen, die kann ich mir hier gut und gerne eben als Kompass oder als Wegweiser vorstellen. Und wenn wir hier die Begriffe Kompass und Wegweiser schon nennen, müssen wir uns bloß das Rad des Schicksals anschauen, das in gewisser Sinne ausschaut wie ein Kompass und natürlich dann auch von Schicksalswegen spricht. Das heißt, entscheidet ihr euch, solltet ihr der Ritter der Münzen sein, wovon ich tatsächlich für die meisten von euch ausgehe, muss ich sagen, aber wie gesagt, die Rollen vertauscht sein, entscheidet ihr euch, auf diesem Weg zu bleiben, entscheidet ihr also hier, jemanden die Stirn zu bieten, um jemanden tatsächlich auch näher kommen zu können, oder entscheidet ihr euch dafür, klein beizugeben, um vielleicht auch dieses Ziel hinten anzustellen oder es bei einem anderen Menschen zu versuchen. Es sind nur zwei mögliche Entscheidungen, die ihr hier in dieser Situation treffen könnt, von wahrscheinlich hunderten Entscheidungen, die mir jetzt aus dem Stegreif einfallen würden. Der Turm. Das ist hier so etwas wie eine Verzweiflungstat, muss ich euch genauer erklären. Der Turm ist eine Überraschung, etwas, womit man nicht rechnet, etwas plötzliches, Schicksalshaftes, etwas, was definitiv auch zerstören könnte oder etwas, was wirklich ein prägendes Erlebnis darstellt.
Was man nicht gerechnet hat, was unabsehbar war. Der Turm auf den Ritter der Stäbe, der Turm auf den Pagen der Stäbe. Dieser Turm, entweder findet er statt für jenen Menschen, der hier und hier dargestellt ist, oder er wird ausgelöst durch jenen Menschen, der hier und hier dargestellt ist. Und ich nehme eher an, dass Zweiteres hier passiert. Eine Verzweiflungstat könnte jetzt in dem Sinne beispielsweise so ausschauen, dass dieser Mensch hier jenem Menschen, den er oder sie schlichtweg nicht aufgeben möchte, bei jenem Menschen, wo er nicht akzeptieren kann, dass Schluss bei diesen beiden Menschen ist, quasi so etwas wie der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin, die stets noch um jenen Menschen kämpft, der hier drin in der Mitte dargestellt ist. Alles weiterhin beispielhaft natürlich zu behandeln. Und eine Verzweiflungstat könnte natürlich jetzt auch bedeuten, dass dieser Mensch versucht, euch abzuhalten, dass dieser Mensch hier jenen Menschen sozusagen isoliert, jenen Menschen meint, beschützen zu müssen von jedem anderen. Und deswegen kann ich hier von einer Verzweiflungstat in dem Sinne sprechen, weil ich sehe hier nicht wirklich Zukunftspotenzial zwischen diesen beiden Menschen, eher zwischen diesen beiden Menschen hier, muss ich sagen. Aber dennoch, falls das dieser Ritter der Stäbe bemerkt, falls er oder sie das fühlen kann vielleicht, er hat kaum noch Chancen, ein anderer Mensch hat viel mehr Chancen, was wäre eine Verzweiflungstat? Der Konkurrenzkampf. Dieser Mensch könnte versuchen, diesen Menschen niederzumachen in den Augen des Königs der Kelche. Ein Beispiel von hunderten Beispielen, was ich euch hier geben kann. Aber das passiert mit dem Turm und mit den drei der Schwertern hier plötzlicher Natur, unvorhergesehener Natur und kann sehr verletzend sein. Das kann sehr enttäuschend und sehr frustrierend sein, weil ein derartiger Mensch, der mit dem Rücken zur Wand steht, der verliebt ist und man könnte sogar sagen hoffnungslos verliebt ist, der aber auch uneinsichtig und erkenntnisresistent ist, der vielleicht sogar etwas realitätsfern sein könnte. Solche Menschen können zu Mitteln und Maßnahmen greifen, die definitiv eine derartige Sparte erklären können. Und das ist unschön, das ist definitiv zermürbend, das ist definitiv auch enttäuschend oder frustrierend. Ich kann mir da so vieles vorstellen. Allerdings ist das natürlich dann auch etwas, was auf die persönliche Situation zu beziehen ist. Die zwei der Schwerter. Also man kann sich hier nicht entscheiden, a, welches Vorgehen jetzt das Beste wäre, welcher Weg der richtige wäre und ob man weiterhin am Ball bleiben soll oder nicht. Ich habe hier Sieg, Ruhm und Erfolg. Das ist das, was man natürlich haben möchte hier in der Spiegelung. Ich habe hier in der Spiegelung zu den 10 der Schwertern den Misserfolg, den Rückschlag, den Dämpfer, könnte man gut und gerne sagen. Und mit dem Eremiten in der Klärung hier sucht man hier sehr intensiv nach der Ideallösung. Wie schafft man es, diesen Menschen zu umgehen und gleichzeitig diesen Menschen hier näher zu kommen? Das wäre die Ideallösung für das Vorhaben eines Ritters der Münzen. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob es diese Ideallösung in diesem Szenario überhaupt gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass hier ein Problem nach dem anderen solviert werden muss. Entweder will man sich hier, ohne dass es dieser Mensch weiß, quasi klammheimlich an jemanden heranschmeißen, dann muss man natürlich hoffen, dass dieser Mensch das nicht mitbekommt. Und dieser Mensch wird es mitbekommen. Die nächste Variante wäre, dass man diesen Menschen hier zunächst einmal wirklich aus dem Weg räumt, dass man ihm oder ihr vielleicht verdeutlicht, hey, zwischen euch beiden ist nichts mehr. Komm damit klar, finde dich damit ab. Auch das wird sehr, sehr schwierig sein, gerade wenn man so gesinnt ist wie ein Ritter der Stäbe. Ihr merkt, was man auch vorhat, welche Optionen einem hier auch zur Verfügung stehen. Sie scheinen nicht unbedingt alle erfolgsversprechend zu sein. Und deswegen ist es hier auch ratsam, und das werden einige von euch machen, sofern sie in dieser Erdenergie in Anführungsstrichen dargestellt sind, sich lange, ausgiebige und intensive Gedanken darum machen, wie geht man am besten vor. Ich ahne aber, dass da viele von euch nicht wirklich auf eine zündende Idee kommen werden. Ihr euch quasi in einer, wenn es nach euch geht, aussichtslosen Situation befindet. Eine Situation, die sehr unliebsam ist, sehr unschön ist, sehr frustrierend und enttäuschend sein kann, obwohl ihr nicht wirklich etwas dafür könnt. Und das ist eigentlich so das Bittere an dieser Situation. Ich bin hier sehr gespannt auf das weiterführende, auf das weiterführende Reading, wo ich mir dann auch erhoffe, dass sich hier natürlich dann auch diese Verbindung mit der Quelle, ich meine, das praktiziert man hier schon im Prinzip, aber diese höhere Kraft sich eurer noch annehmen wird. Denn ich habe hier bislang, und jetzt kam eben das Gericht hier noch als dritte Outcome-Karte raus, noch nicht wirklich eine Erkenntnis gesehen. Ich habe hier nicht wirklich eine Entscheidung gesehen und ich habe auch noch keinen Engel in diesem Reading gesehen. Und Engel, den sehen wir jetzt hier natürlich, das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, das Gericht steht für Erkenntnisse, Bewusstwerdungen, Einsichten, Einleuchtungen, Geistesblitze, Offenbarungen, Visionen. Also etwas, was einem hier und hier und hier und hier und hier und hier
unklar ist, wo man wirklich sich hin und her gerissen fühlt, wo man nicht sagen kann, was ist jetzt das beste Vorgehen, genau da könnte eine Art Erkenntniseinleuchtung oder quasi ein Geistesblitz stattfinden. Ich glaube, dass in diesen Situationen, wenn etwas, was schicksalshaft hier ist, aussichtslos erscheint zu erreichen, spätestens dann wundert es mich gar nicht, dass eine höhere Kraft sich hier eurer annehmen kann. Und ob das jetzt, wie gesagt, Gott ist oder das Schicksal oder die Engel oder das Universum, das kommt natürlich auch ganz auf eure Glaubensrichtung oder auf eure Einstellung, auf eure Überzeugungen an. Unterm Strich spricht das eigentlich alles eine sehr ähnliche Sprache. Und ich möchte mir jetzt natürlich das weiterführende Reading ganz genau anschauen. Ich will wissen, was dann noch weiterhin passiert. Ich will hier noch mehr Details natürlich darüber erfahren. Und solltet ihr euch in einem derartigen Szenario erkennen können, unabhängig davon, ob jetzt in der oder in der Energie, wenn ihr kurz gesagt etwas mit diesen dargestellten Energien anfangen könnt, sie euch nicht fremd sind, oder kurz gesagt das Reading resoniert für euch, dann könnt ihr euch natürlich gerne das weiterführende Reading ansehen. In der Infobox unterhalb von diesem Video gleich der erste Link würde euch dorthin führen. Natürlich ist es nach wie vor kein Muss, dies zu tun. Ich würde mich sehr über einen Like unter diesem Video freuen, sofern es euch gefallen hat, genauso wie ich mich über ein Abonnement freuen würde, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Ich kann damit viel anfangen, ihr habt natürlich nichts Negatives dadurch zu befürchten. Unabhängig von diesem Reading wünsche ich euch einen schönen Juli weiterhin. Bleibt gesund und stabil, liebe Wassermänner. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, macht es gut.